Hallöchen, liebe Bücherfreunde und herzlich willkommen bei einem neuen Video von mir. Heute schauen wir uns gemeinsam die Neuzugänge aus dem Januar an. Und es steht zwar nur ein relativ kleiner Stapel neben mir, aber insgesamt sind 23 Bücher bei mir eingezogen. Ja, so viel zum Thema. Wir arbeiten daran, dass der Sub nicht steigt. Ja, es war aber klar, dass der Januar so ausfallen wird, denn ich habe so manches Buch mir durch Gutscheine geholt, die es zu Weihnachten gab. Ich hatte Geburtstag im Januar, da hat es auch einige Buchgeschenke gegeben und ja, auch 2 oder 3 Rezensionsexemplare sind mit eingezogen. Aber ja, alles in allem 23 Bücher. Es sind definitiv mehr Bücher eingezogen, als ich gelesen habe, aber ihr wisst, das stört mich persönlich ja gar nicht und setzt mich auch nicht unter Druck und alles ist gut. Es sind 8 Bücher in haptischer Form bei mir eingezogen, 12 E-Books und 3 Hörbücher. Und dann möchte ich euch noch 2 Bücher zeigen, die eingezogen sind, aber nicht auf dem Sub gelandet sind. Das eine ist schon gelesen, das andere habe ich als Hörbuch auf dem Sub. Dementsprechend werde ich es dann natürlich nicht doppelt zählen. Ich packe alle Bücher in die Infobox. Dort markiere ich euch auch die 2, 3 Bücher, die Rezensionsexemplare sind oder waren. Manche habe ich ja auch schon gelesen, aber da könnt ihr euch gerne umschauen. Und ja, da findet ihr alle Bücher. Das erste Buch ist ein Buch, das ist noch Ende Dezember bei mir eingezogen. Ich glaube am 30. oder am 31. ist jetzt aber hier im Grunde zur Vollständigkeit. Und zwar ist das Weihnachtsmärchen des Ben Polar von Adriana Popescu. Eine Kurzgeschichte von ihr, die ich glaube ursprünglich in der Kurzgeschichtensammlung mit 4 oder 5 anderen Kurzgeschichten mit anderen Autorinnen eingefasst war. Und das hat Adriana jetzt eben in diesem süßen kleinen Ausgabe, hat sie die Geschichte nochmal einzeln herausgebracht. Hat mich sehr, sehr gefreut. Ich kannte die Kurzgeschichte vorher nicht und habe die auch schon gelesen. Ich bin einfach ein großer Fan von Adriana und dementsprechend, ja, was soll ich sagen, musste natürlich das Buch auch bei mir einziehen. Einfach so, weil ich natürlich auch ihre Bücher im Regal habe und sammle. Und es war eine ganz bezaubernde Geschichte. Schaut euch mal, ich glaube, die erste Bücherwoche des Jahres an oder die letzte aus dem letzten Jahr. Da habe ich das Buch auch noch gelesen und ja, hatte meine große Freude damit. Und es ist also wirklich ja, sehr cool und schön, dass sie das herausgebracht hat. Dann wurde im Leseklub entschieden, dass wir 4 Farben der Magie lesen. Und zwar ist das der Auftakt der Weltenwanderer-Reihe von V.I. Schwab. Ich hatte es nicht auf dem Sub, aber auf der Wunschliste. Und als dann klar war, dass wir das im Januar lesen, ist es als E-Book bei mir eingezogen. Ich kann jetzt auch schon so viel verraten, dass auch Band 2 und 3 als E-Book bei mir eingezogen sind. Also theoretisch der Reihe nach, als wir jetzt dabei waren, 4 Farben der Magie zu lesen und ich da schon abgesehen habe, dass ich das großartig finde, sind dann jetzt auch direkt Band 2, das ist die Verzauberung der Schatten, und auch Band 3, die Beschwörung des Lichts, bei mir eingezogen. Also jetzt nicht chronologisch, aber die Trilogie ist bei mir eingezogen und ich hoffe, dass mir Band 2 so gut gefällt wie Band 1. Und ich mich dann nicht ärgere, wenn es vielleicht nicht so ist, dass ich schon Band 3 hier habe. Aber ja, es bietet sich bei E-Books und Gutscheinen, die man einlöst, ja immer so ein bisschen einpreislich dann doch mal was zusammenzufassen. Ich bin immer kein Freund, wenn Gutscheine irgendwie einen Rest von 3,80 Euro haben oder irgendwie so. Von daher, ja, hat das hier ganz gut gepasst. Dementsprechend sind alle 3 Bücher von der Reihe bei mir eingezogen und eins davon ist jetzt im Grunde im Januar dann auch schon gelesen. Dann habe ich ein Rezensionsexemplar bekommen und zwar Mr. Nobody, er will sich erinnern, sie muss vergessen, von Catherine Steedman. Ein Buch, das ich ja auch bei den Neuerscheinungen, bei dem Video mit der lieben Anka schon vorgestellt habe, wo wir hier eine Art, ja, schon Thriller haben, einen Spannungsroman, ich glaube, aber war als Thriller tituliert, dass man ihm sagt, es hängen hier 2 Geschichten zusammen. Er erinnert sich irgendwie an nichts mehr, aber trifft dann eben auf sie und sie muss Dinge irgendwie vergessen, wie es der Untertitel schon verrät. Ich muss ehrlich sagen, ich habe mich gar nicht mehr weiter mit dem Klappentext beschäftigt, das ist damals auf der Wunschliste gelandet und ich handhabe das tatsächlich so, dass ich selten dann nochmal Klappentexte durchlese, bevor dann ein Buch einzieht. Beim Buch, das es schon in meine Neuerscheinungslisten schafft, wurde schon 2, 3 Mal, ja, für gut befunden.
sage ich jetzt mal, dass es den Weg überhaupt geschafft hat. Und ja, ich habe mich sehr gefreut, dass es bei mir eingezogen ist und freue mich dann im Februar auch drauf, es zu lesen. Dann wieder ein zweiter und dritter Teil, der bei mir eingezogen ist und auch schon gelesen ist. Und zwar ist das die Wayward Pines Reihe. Hier ist Band 2 Wayward und Band 3 Die letzte Stadt von Blake Crouch bei mir eingezogen. Ich habe diese Trilogie in einer Woche weggesuchtet. Ich fand den ersten absolut mega. Ich habe den zweiten gefeiert. Und auch der dritte ist wirklich großartig und ich fand alle drei Bände toll. Eine Hammer-Thriller-Trilogie, wirklich auch mit so ein bisschen was Abstrusen, Merkwürdigen, wo man dahinter kommen muss, was mit Wayward Pines irgendwie vielleicht nicht stimmt, mit diesem kleinen Städtchen. Und auch wirklich in einem kurzen Zeitraum ist diese Geschichte erzählt. Ich hatte großen Spaß damit, habe wenig Schlaf in dieser Woche bekommen, aber mir hat die Reihe unglaublich gut gefallen. Und ja, als ich das gesehen habe, gemerkt habe bei Band 1, musste im Grunde dann auch Band 2 und 3 bei mir einziehen. Auch als Rezensionsexemplar ist bei mir eingezogen das Leb das Leben, das du leben willst von Sarah Desai. Und zwar kenne ich Sarah Desai von ihrem Podcast, dem ich sehr, sehr gerne lausche. Und ja, ich habe mir bei dem, ja, ich weiß gar nicht mehr, wie heißt ihr Podcast? The Mindful Sessions, genauso richtig. Und ich mag ihre Ansichten über Achtsamkeit, Self-Care oder Selbstliebe zu Deutsch, über das bewusste Leben, ja, wie man im Grunde auch Dinge, die einen unterbewusst beschäftigen, aufarbeitet. Ja, ich mag das super gerne und habe dann eben auch entdeckt, oh, da gibt es ja ein Buch von Sarah Desai und habe das dankenswerterweise vom Verlag erhalten, habe es auch schon gelesen, habe dann, glaube ich, auch in meiner letzten Bücherwoche darüber gesprochen. Und ich muss echt sagen, für Einsteiger finde ich das absolut gelungen. Fand ich das richtig, richtig toll, wenn man sich wirklich frisch damit beschäftigt. Ich habe halt einfach nochmal andere neue Impulse mir erhofft, die auch so ein bisschen vielleicht losgelöst von dem Podcast sind. Es ist dem Podcast aber schon sehr ähnlich, das muss man ganz klar sagen. Außer, dass man hier ein bisschen mehr Input noch zur ihr als Person erhält, ihren Motivationen, die im Grunde dahinter stehen. Und ja, Buch ist gelesen, schaut gerne mal in die Bücherwoche. Dann, ja, ein Buch, das ich als Rezensionsexemplar angefragt hatte, und zwar hat die liebe Becky von Kreativität von Melanie Rabe geschwärmt und hat auch gesagt, dass das komplett losgelöst ist vom Autorensein, sondern es wirklich um jegliche Art Kreativität geht. Und es hat hier so schön den Untertitel, wie sie uns mutiger, glücklicher und stärker macht. Und Becky hat so wunderbar geschwärmt, dass ich das Buch als Hörbuch beim Verlag angefragt habe. Es wahrscheinlich auch einfach durch Weihnachten und Silvester relativ lange gebraucht habe, bis es mir dann auch genehmigt wurde und ja, der Upload fürs Hörbuch zugeschickt wurde. In der Zeit, weil ich so, ach ja, wie soll ich sagen, so ungeduldig war, habe ich es bei Tauschticket entdeckt. Und ja, habe das Buch ertauscht und bin sehr happy über diese tolle Ausgabe. Und wenn es denn jetzt wirklich ein Highlight ist, dann werde ich natürlich hören, gleichzeitig meine Markierungen jetzt im echten Buch machen und dann hoffentlich als Highlight dieses Buch auch ins Regal stellen. Also im Grunde schon alles richtig gemacht. Und ja, im Grunde ist dieses Buch zweimal eingezogen, wenn man so möchte, was ich, also ich kann es natürlich nur einmal auf dem Sub zählen, aber es wird gehört und im Buch wird im Grunde markiert und ich glaube, dass ja, ich da jetzt auch meinen Spaß dann auf jeden Fall dran haben werde. Es gibt neue Kurzgeschichten von Joe Hill und zwar Strange Weather. Hierbei handelt es sich um 4 Novellen, die im Fester Verlag erschienen sind und das E-Book hat, glaube ich, wirklich nur günstige 6 Euro gekostet. Ich habe tatsächlich gar nicht so richtig mitgekriegt, dass von Joe Hill etwas Neues kommt. Wer es noch nicht weiß, Joe Hill ist einer der Söhne von Stephen King. Die haben auch schon die ein oder andere Kurzgeschichte zusammengeschrieben. Und hier haben wir jetzt eben 4 Novellen und die erscheinen im Fester, was ich so ein bisschen, ja, ich habe noch nicht so viel vom Fester Verlag gelesen. Ich glaube 2 Bücher, das war diese Swan Song Reihe, wenn ich mich richtig erinnere, Band 1 und 2. Und ja, habe ich sehr geliebt, aber sonst tatsächlich ist der Fester Verlag mir immer so von den Eindrücken, die ich bekomme, zu brutal und zu horrormäßig und ja, auch zu blutrünstig. Aber das ist natürlich eine absolute Geschmackssache, ich bin da doch ein bisschen zarter beseitigt. Aber bei Joe Hill, denke ich, kann man nicht so viel falsch machen und bei 4 Novellen auch nicht. Und der Preis war natürlich gefühlt auch unschlagbar, von daher ja, freue ich mich, dass das Buch bei mir eingezogen ist. Dann kommen jetzt einige Geburtstagsgeschenke, die ich ja, geschenkt bekommen habe. Und zwar der Tausch von Julie Clark. Das ist von der lieben Sarah, die hier vielleicht auch Leuten als Buchzauber bekannt ist. Die hat mir
ein wunderbares Geburtstagspaket geschickt. Vielen, vielen lieben Dank nochmal dafür. Und es heißt hier zwei Frauen, zwei Tickets und nur ein Ausweg und ist ein Thriller aus dem Heine Verlag, den sie wohl schon länger auch auf ihrer Wunschliste hatte und sich sehr gefreut hat, dass der erscheint. Mir sagt jetzt die Autorin tatsächlich so gefühlt gar nichts. Nein, ist auch ihr erstes Buch, zumindest im Heine Verlag. Und ich bin super neugierig, was es so auf sich hat. Absolut fesselnd, diese Frauen gehen unter die Haut. Eine Entscheidung, die alles verändert und es gibt kein Zurück. Ja, freue ich mich drauf. Ich bin ja zurzeit auch ein bisschen in Thriller-Laune. Dementsprechend wird das Buch nicht lange auf dem Sub sein, weil ich auch sehr neugierig bin, auf was sich Sarah da so lange gefreut hat. Dann ist eingezogen von Emily Nothomb, das wird ja französisch ausgesprochen, ich hoffe, man spricht sie so aus, Kosmetik des Bösen, das ist mein erstes Buch der Autorin und ja, bin ich mega, mega gespannt drauf. Es ist tatsächlich dünner, als ich es erwartet habe, also es hat ja dann vermutlich ja gerade so 100 Seiten. Ich bin sehr neugierig. Also man hört sehr, sehr viel Positives über die Autorin und ja, ich bin einfach nur gespannt und neugierig. Ich weiß es aktuell, ich glaube, Passion, ihr neuestes Buch ist, das lesen zumindest einige, das sehe ich immer mal auf Bookstagram. Ich habe, glaube ich, noch ein oder zwei andere Bücher von ihr so auf der Wunschliste, aber ja, das war relativ weit oben, weil das super spannend klingt. Denn wenn das Böse so fein hergerichtet ist, dass es für niemanden mehr als solches erkenntlich ist, sondern gepflegt und anständig daherkommt, dann erst wird es richtig gefährlich. Kosmetik des Bösen ist ein Wortgefecht, ein Feuerwerk böser Dialoge, wie es nur aus der Feder von Amélie Nothomb stammen kann. Mit grimmigen Pointen und überraschenden Wolken. Und ja, ich bin sehr gespannt, ich bin sehr neugierig und freue mich auf die 100 Seiten. Dann ist mein nächster Wolf Dorn eingezogen. Und zwar habe ich das Buch von der lieben Anka geschenkt bekommen, Dunkler Wahn. Wir haben ja zusammen meinen ersten Wolf Dorn gelesen, Böse Stille. Hieß er Böse Stille? Kalte Stille. Und ich glaube, hier geht es auch wieder um den Psychiater Jan Forster, den wir da schon kennengelernt haben. Und ich bin neugierig. Ich habe tatsächlich gar nicht groß auf den Klappentext geschaut. Ich weiß, dass ich das zusammen mit Kalter Stille auf die Wunschliste gepackt hatte, weil mich die wirklich auch angesprochen haben, als ich damals nach Wolf Dorn geschaut habe. Und wie ich vorhin schon sagte, ich bin in Thriller-Stimmung. Und ja, vielleicht hat ja die liebe Anka auch direkt wieder Lust mitzulesen und einen Reread zu machen. Ich muss sagen, das Cover mit dem toten Vogel ist jetzt nicht so meins, aber wir werden den Vogel einfach ignorieren und hoffen, dass es hier nicht irgendwas mit Tieren zu tun hat, weil dann bin ich ja so gefühlt ein bisschen raus. Ja, es soll eine unwiderstehliche Sogwirkung haben und nervenzerreißende Spannung. Ja, so soll natürlich ein Thriller am allerbesten sein. Das nächste Buch, ebenfalls noch ein Geburtstagsgeschenk, ist von Catherine Arden. Ja, Der Bär und die Nachtigall, ein Buch, um das ich lange, lange rumgeschlichen bin, das lange auf meiner Wunschliste ist, auch schon mal wieder wegkam, dann wieder drauf kam, dann wieder wegkam, dann wieder drauf war. Und jetzt ist ja, glaube ich, auch der zweite Band schon erschienen. Und was mich an dieser Geschichte, an diesem Märchen so ein bisschen fasziniert, ist wohl so ein bisschen dieses russische Setting, was es gibt. Und es soll hier, ist inspiriert von uralten Mythen und der Sehnsucht nach Freiheit und ja, der unerschrockenen Suche einer jungen Frau nach ihrem Schicksal. Es soll düster und wunderschön sein und Wintermagie haben und ja, ich bin einfach super, super neugierig, was mich hier erwartet. Und es gibt eben wirklich unfassbar viele Leute, die schwärmen und immer mal wieder, wenn ich dann so jemanden schwärmen höre, denke ich, ja, jetzt wird's Zeit. Und ja, jetzt habe ich eben auch gesehen, dass ein zweiter Teil da ist und ja, dann ist es wieder auf der Wunschliste gelandet. Ich bin super neugierig und ach, sieht auch von innen richtig, richtig schön aus. Ja, ich bin gespannt und ja, bin auch total happy über dieses ja, Geburtstagsgeschenk. Als nächstes ist dann ein Hörbuch bei mir eingezogen und zwar The Sandman von Neil Gaiman. Das ist wohl eine Hörbuch- oder eher eine Hörspieladaption seiner Comics, die irgendwie im DC-Universum angesiedelt sind und wir haben eben ja den Sandmann, wir haben hier ja im Grunde eigentlich eher Death, der ja in die Träume sich verwebt und es sind hochkarätige Synchron- und Sprecherstimmen dabei,
angefangen vom Erzähler, nämlich David Nathan. Der ist natürlich, glaube ich, wirklich allen Deutschen gefühlt ein Begriff. Ich glaube, das ist so der bekannte Synchronsprecher schlechthin. Und ich war mega neugierig. Ich kenne zwei, drei Bücher von Neil Gaiman. Ich kenne auch irgendeine Verfilmung von ihm. Ich glaube, dieses American God, hieß das irgendwie so? Ich bin mir gerade unschlüssig. Kenne ich als Serie und ich finde seinen sehr besonderen Stil immer mal wieder sehr gut. Man muss dafür definitiv in Stimmung sein, um einen Gaiman zu lesen. Bei dem Hörspiel hat mich natürlich schon interessiert so die Story. Ich fand es spannend, dass es ein Hörspiel ist und war dann aber tatsächlich gar nicht ganz so angetan. Aber theoretisch habe ich wahrscheinlich auch in der letzten Bücherwoche drüber geredet. Ja, ich habe es tatsächlich dann noch abgebrochen. Ich glaube, so 40% habe ich durchgehalten und dann war das aber alles so zusammenhangslos. Ich weiß nicht, ich bin irgendwie nicht reingekommen. Aber es klang zumindest super spannend und musste deswegen auch einfach bei mir einziehen. Es gibt einen neuen John Mars, zumindest so wie ich das gesehen habe, und zwar Wenn Schweigen tötet. Und das habe ich mir als E-Book geholt für 2,49 Euro, wenn ich mich jetzt nicht täusche, und musste einfach her. Wir sind ja im unoffiziellen, nein, inoffiziellen John Mars Fanclub. Wir haben ja jetzt auch Die gute Seele gelesen und im letzten Jahr haben wir The Passengers gelesen und das Jahr davor war The One ein Highlight. Und auch wenn die Bücher schon ein bisschen abweichen, also The One und The Passengers sind definitiv vom Stil anders, als es zum Beispiel Die gute Seele war. Und ich vermute jetzt auch mal, dass Wenn Schweigen tötet anders ist. Aber ich muss auch echt sagen, ich habe keinen großen Klappentext dazu gelesen. Es stand da John Mars drauf, es stand neu drauf, es war für 2,49 €. Ich habe es gekauft. Ja, ich bekenne mich schuldig. Manchmal kaufe ich so auch Bücher. Und ja, ich freue mich aber unglaublich auf den nächsten John Mars und vielleicht lesen wir ihn ja wieder in bekannter Runde. Ein Gewinn hat mich auch im Januar erreicht und zwar war es, glaube ich, im Adventskalender oder in dem Vlog von der lieben Jenny, dass sie ein Buch verlost hat, was sie, soweit ich mitbekommen habe, doppelt hat, wenn ich mich recht entsinne. Und sie dann eben auch gesagt hat, wenn man es gewinnt, könnte man es ja auch zusammenlesen und ich hatte Glück. Und ja, habe Iron Flowers, die Rebellin von Tracy Bankhart gewonnen. Optisch ein wunderschönes Buch. Ist natürlich schon eher im Jugendbuch-Genre angelegt, muss man ganz klar sagen. Es klingt aber mega. Und ich freue mich auf den ersten Buddy zusammen mit der lieben Jenny. Sie haben keine Rechte, sie mussten ihre Träume aufgeben, doch sie kämpfen eisern für Freiheit und Liebe. Wir haben hier Schwestern, die unterschiedlicher nicht sein könnten, dennoch sind sie unzertrennlich. Nomi wild und unerschrocken, Serena schön und anmutig und beide sind fest entschlossen, vom Thronfolger zu seiner Grace auserwählt zu werden und so ihre Familie aus Armut und Unterdrückung zu befreien. Doch es kommt anders, die beiden Schwestern werden auseinandergerissen und werden in ein Leben gezwungen, auf das sie niemand vorbereitet hat. Ja, ich bin sehr, sehr neugierig, erinnert natürlich an die klassischen Jugenddystopien, aber ich liebe die, ja. Ich habe die früher unglaublich gerne gelesen und lese die auch heute noch gerne und ich freue mich da sehr drauf. Bin sehr gespannt und ach, das Cover ist auch wirklich ein absolutes Träumchen. Dann hat mich die Becky mit dem nächsten Buch ganz böse angefixt, nämlich mit Grisha. Goldene Flamme von Leigh Bardugo. Ja, Becky hat geschwärmt und geschwärmt und geschwärmt und im Hangout hat sie dann nochmal geschwärmt. Und hat dann auch gesagt, dass sie sich jetzt Band 2 und 3 direkt noch in der Buchhandlung geholt hat. Und im April wird es ja auch die Verfilmung geben. Und auch wenn ich damals mit den Krähen nicht ganz so zurechtgekommen bin, möchte ich Grisha eine Chance geben. Dementsprechend ist jetzt der erste Band als E-Book bei mir eingezogen und wird definitiv, vermutlich vielleicht schon im Februar oder Anfang März, auf jeden Fall gelesen, weil das definitiv eine Reihe sein könnte, die mich faszinieren wird. Ja, es sollte nicht passieren. Eigentlich stand eine andere Reihe ganz weit oben, als nächstes gelesen zu werden. Aber es wird dann, denke ich, Grisha. Und es ist ja auch nur eine dreiteilige Reihe. Also
mit viel Glück könnte man das in der Woche wegsuchten. Ja, Becky ist schuld. Ja, das nächste Buch stand schon länger auf der Wunschliste, war dann ein E-Book-Schnäppchen bei Thalia, und zwar Der Wal und das Ende der Welt von John Ironmonger. Ein Buch, das ja, glaube ich, gerade im letzten Jahr und auch im Jahr davor sehr, sehr schwärmerisch auf BookTube besprochen wurde, was wohl unserer aktuellen Situation auch sehr ähnlich ist. Wir haben hier wohl auch ein Virus oder eine Pandemie, und irgendwie, was hat das auch noch alles mit einem Wal zu tun? Und bei 5 Euro musste dann einfach zugeschlagen werden. Und ich finde auch diese E-Book-Schnäppchen von der Thalia richtig toll. Ich kannte die gar nicht. Und war umso faszinierter, dass es da einen Wochendeal gibt und auch irgendwie einen Monatsdeal. Ja, dachte, da kann man natürlich mal zugreifen, und ja, habe jetzt dieses Büchlein auf dem Sub und freue mich da definitiv auch aufs Lesen. Das nächste Schnäppchen ist dann Monsters of Verity von Victoria Schwab. Das ist ja die gleiche Autorin wie 4 Farben der Magie, wenn ich mich jetzt nicht irre, die aber sich mal mit VI abkürzt und dann eben mal mit Victoria. Also wenn ich jetzt was Falsches erzähle, korrigiert mich gerne, aber ich dachte, das ist genau die gleiche Autorin. Ich weiß noch nicht so richtig, was die Unterschiede sind. Ich habe Monsters of Verity entdeckt und dachte, Mensch, klingt das spannend. Auch wieder nach so einer Fantasy-Welt und nach eher so ein bisschen düster und dunkler und vielleicht auch wieder ein bisschen brutaler. Und dann war es eine ganze Weile auch in meinem Warenkorb und auf der Wunschliste. Und dann dachte ich, ach ja, für 3,99 kann man nichts falsch machen. Ja, es ist irgendwie in diesem Neuzugänge-Video eine blöde Ausrede, aber ja, es ist genau aus diesem Grund dann eingezogen, weil das E-Book wirklich auch ein Schnäppchen war, das Buch spannend klang, und ja, ich eben auch dachte, nachdem mir 4 Farben der Magie so gefällt, war ich so, glaube ich, im zweiten Leseabschnitt, als das Buch eingezogen ist. Da kannst du einfach mal nicht so viel falsch machen. Ja, als Hörbuch ist dann eingezogen das Winzer-Komplott von S.J. Bennett, Die Queen ermittelt. Wir haben hier einen Cozy Crime Krimi-Roman, einen Krimi, der eher Wert darauf legt, Atmosphäre zu schaffen, Gemütlichkeit, die Charaktere einem näher zu bringen und sich nicht ganz so fokussiert auf den Kriminalfall. Das habe ich mir als Hörbuch gehört, weil ich eben dachte, das könnte ganz gut funktionieren. Ich fand auch die Vertonung tatsächlich sehr gelungen. Es ist nämlich hier so, dass es einen Mord gibt, eben im Buckingham Palace, wenn es nicht in dem anderen Schloss war, und die Queen eben sich so ein bisschen dran macht, diesen Fall zu lösen. Ich hatte ihn mir tatsächlich ein bisschen cosiger vorgestellt, gemütlicher. Es ist schon sehr viel Ermittlung gewesen, und ich fand auch, wenn die Queen sehr nahbar wirkt und sehr, sehr warm und ja, persönlich auch irgendwie betroffen, ich habe ihr das nicht so richtig abgenommen. Also meine Queen, also die Queen, die ich mir so im Echtleben vorstelle, die passt nicht zu der Queen, wie sie hier so ein bisschen gezeigt wurde. Auch diese Herzlichkeit, und ich kann mir das so gefühlt nicht vorstellen. Und das Buch hat es auch nicht geschafft, mich so davon zu überzeugen. Also es war ein schönes Buch, es war ein schöner Einstieg in dieses cozy Crime, was auch immer jeder wahrscheinlich darunter versteht. Aber ich finde schon, dass das Cover und auch so ein bisschen der Titel was anderes verspricht, als man dann bekommt, weil es ist schon sehr viel Krimi, und das ist ja nicht ganz so mein Genre. Aber ja, im Grunde hat es mir schon gefallen, hat mich gut unterhalten, aber wäre jetzt nichts, wo ich die Reihe weiterverfolgen würde oder dann vielleicht nochmal sagen würde, okay, ich bleibe jetzt in diesem Cozy Crime Milieu. Ja, das hat es jetzt für mich zu wenig Unterschiede von einem normalen Krimi. Von der lieben Sarah habe ich ertauscht von Julie Cohen Das geheime Glück. Die Autorin konnte mich ja im letzten Jahr mit einem Buch absolut begeistern, und so war ich auch sehr neugierig, ja, was es mit diesem Büchlein auf sich hat. Eine bedingungslose Liebe, eine lebenslange Lüge, wie weit gehen Emily und Robbie, um ihr Geheimnis zu wahren. Und wir haben hier wieder eine Geschichte über 2 Leben und eine große Liebe. Es ist eine betörende Liebesgeschichte, die unvergesslich ist, und sie soll außergewöhnlich berührend und wunderschön sein. Und ja, habe ich von der lieben Sarah ertauscht, freue mich sehr, sehr drauf, weil ich eben von Julie Cohen unbedingt auch nochmal was anderes mitlesen wollte und einfach so ein bisschen sehen wollte, war es jetzt so Glücksgriff im letzten Jahr oder ja, kann mich die Autorin durchaus öfter packen, muss ich die öfter mal auf dem Schirm haben, und auch optisch ist dieses Buch natürlich richtig, richtig toll. Ja, freue ich mich sehr, ja, bin ich auch sehr gespannt drauf. Dann ist ein Buch, glaube ich, eingezogen, ja, noch zum Thema Human Design, und zwar Der Sinn deines Lebens
von Chetan Parkin. Und dabei handelt es sich um das zweite Buch, was er in diesem Human Design Universum geschrieben hat. Und das gab es eben auch zu einem E-Book-Schnäppchenpreis von 9 Euro. Ich habe im letzten Jahr das eigentliche Human Design Buch ja von ihm gelesen und war sehr, sehr begeistert. Und auch wenn ich sage, als E-Book ist sowas immer schwierig, weil ich mir ja auch gerne mal Markierungen in einem Sachbuch mache oder eben auch mal, ja, einfach Dinge darin festhalten möchte. Ein Buch ist ja auch dazu da, dass man damit arbeitet, gerade im Sachbuch. Und das ist natürlich in einem E-Book immer ein bisschen schwieriger. Da schreibe ich mir doch recht viel raus oder ich mache mir Screenshots. Aber bei 9 Euro habe ich mir gedacht, ja, lese es, wenn es dich weiterhin so fasziniert wie das erste, kannst du es dir ja nach wie vor als echtes Buch dann zulegen. Aber ich wollte jetzt einfach dann danach irgendwann weitermachen, musste bei den Schnäppchen zugreifen, denn jetzt kommen wir im Grunde zu dem ersten Buch, das nicht auf dem Sub gelandet ist, und das ist dieser Riesenbuch sozusagen. Und zwar ist das eben, ja, das Human Design Buch von Chetan Parkin, Entdecke die Person, die du wirklich bist. Hierbei handelt es sich ja um ein System, was Wissenschaft mit Esoterik kombiniert und die im Grunde die DNA enthüllt. Und ich fand das im letzten Jahr, ich habe das im August gelesen, wirklich faszinierend mit unglaublich vielen Aha- und Wow-Momenten. Es begleitet mich seitdem wirklich sehr, sehr regelmäßig. Ich habe mir einige Webinare dazu angesehen, Kongresse, ich habe mir Dokumentationen angeguckt, durchgelesen, Reportagen dazu, ich habe auf YouTube einige Kanäle abonniert oder auch Podcasts, Instagrammer, ich hatte schon ein Reading. Also ich bin sehr begeistert von dieser Methodik, mich selbst einfach besser zu verstehen und einfach, also ja, es ist ein schwieriges Thema, glaube ich tatsächlich, aber ich möchte unbedingt in diesem Buch jetzt arbeiten, ich möchte Markierungen vornehmen, ich möchte noch intensiver darin eintauchen, möchte dementsprechend dieses Buch zeitnah jetzt auch mal rereaden und durcharbeiten. Also es ist dann nicht ein reines Lesen, sondern wirklich alles, was so zu mir gehört, darin aufnehmen, nochmal verinnerlichen, auch dadurch mit dem Wissen, was ich jetzt einfach noch habe, Dinge viel besser in Kombination zu bringen, weil natürlich jetzt einfach fast ein halbes Jahr vergangen ist, wo ich doch viel mehr Wissen noch dazu habe. Und ich habe auch, glaube ich, mein eigenes Chart schon eingelegt und habe, wie man hier wunderbar erkennen kann, auch schon Markierungen angefügt, die farblich sehr gut passen. Und wenn ich das dann im Grunde durch habe, dann möchte ich eben mit der Sinn des Lebens weitermachen, was dann im Grunde der zweite Teil dazu ist. Und wenn mir das dann genauso gut gefällt oder ich für so wichtig erachte, darin auch zu arbeiten, oder dass es eben nicht reicht, dass man sich Dinge rausschreibt, dann wird das im Grunde auch einziehen. So im Vergleich zu einem normalen Taschenbuch sieht man wirklich, wie groß dieses Buch ist. Es ist natürlich nicht sehr handlich, das muss man ganz klar sagen. Aber ja, das Büchlein habe ich mir von einem Weihnachtsgutschein geholt und hat mich sehr gefreut. Das Buch kostet halt auch einfach 25 Euro. Das gibt man halt, ich nicht unbedingt immer ganz so gerne für ein Buch aus. Aber es ist definitiv ein Herzensbuch und was ganz viel auch in mir verändert hat und zum Nachdenken gebracht hat und Dinge, die ich jetzt viel, viel besser verstehe, und dementsprechend freue ich mich, damit zu arbeiten. Und dann ist als letztes Geburtstagsgeschenk ein Buch eingezogen, das ich als Hörbuch schon hier habe, noch nicht gehört habe, aber als jetzt die nachdringliche Empfehlung von einem lieben Freund gekommen ist und er mir das echte Buch zum Geburtstag geschenkt hat, es ist halt echt ein Klobber, also kann es gar nicht anders sagen. Und nein, es ist kein Stephen King, aber es hat fast 1300 Seiten, aber es klingt auch echt so mega. Und zwar, ist es Eines Menschenflügel von Andreas Eschbach, ein Autor, den ich ja auch sehr, sehr liebe, von dem ich viel, viel, viel schon gelesen habe, viel gefeiert habe. Nicht alles, also zum Beispiel NSU, oh mein Gott, das habe ich ja nicht gehört. Zum einen, weil es eben sich mit dem Dritten Reich beschäftigt, was kein favorisiertes Thema von mir ist. Gleichzeitig habe ich aber trotzdem Neugier, es vielleicht doch zu lesen oder zu hören. Ich glaube, ich habe es noch als Hörbuch hier. Aber ja, hier habe ich mir tatsächlich auch mich für das Hörbuch entschieden, weil es, glaube ich, auch von Simon Jäger vertont wird. Aber ich freue mich jetzt natürlich mit der großen Voraussicht, dass es ein Highlight werden könnte, dass es dann schon im Regal steht
Und das ist definitiv ein Ansporn, es jetzt im Februar zeitnah definitiv zu lesen, zu hören. Hier steht auch vom Abenteuerroman, von das Jesus-Video und NSA. Und Jesus-Video kann ich ja wirklich absolut nur empfehlen. Das war auch wirklich mein Highlight von Eschbach. Und der Himmel, so heißt es, ist unerreichbar. Keines Menschen Flügel können ihn überwinden. Und wir sind hier ja wieder in einer fernen Zukunft auf einem fernen, scheinbar paradiesischen Planeten. Doch der Schein trügt, etwas Mörderisches lauert unter der Erde. Und deswegen haben die Kinder der Siedler auch gentechnisch aufgerüstet und sie mit Flügeln ausgestattet. Und sie können jetzt eben auf Bäumen und in der Luft leben. Doch nicht nur am Boden lauern Rätsel. Der Himmel ist allezeit undurchdringlich und die Menschen wissen von den Sternen, haben sie aber noch nie gesehen. Ich habe bisher nur Positives von diesem Buch gehört und begeisterte Stimmen. Und ich habe auch die große Erwartung daran, dass mich dieses Buch begeistern kann, unterhalten kann und es mit Recht dann sozusagen im Regal steht. Und ist aber, wie gesagt, jetzt eben ein Buch, was jetzt nicht doppelt auf dem Sub landet, sondern ich zähle weiterhin im Grunde das Hörbuch als Subbuch. Also ja, zwei Bücher, die das gleiche sind. Ich werde es nur einmal lesen, also ne, von daher, aber ich habe mich sehr, sehr gefreut und war total überrascht, als ich dieses Buch ausgepackt habe und es entdeckt habe. Also ja, vielen, vielen lieben Dank an all die lieben Menschen, die mich mit Büchern versorgt haben oder mit Gutscheinen. Ich habe sie gut investiert. Ja, das waren sie jetzt aber auch schon, die Neuzugänge. Theoretisch sind am Ende des Monats eben Band 2 und 3 der Weltenwanderer-Reihe eingezogen, aber die habe ich euch ja schon zu Band 1 erzählt. Also das wäre so groß. Chronologisch die Reihenfolge, aber ja, 23 Bücher, mein Gott, aber der Februar wird hoffentlich ein bisschen ruhiger, ich nehme es mir fest vor und vielleicht ist ja das ein oder andere Buch auch schon bei euch eingezogen, lasst uns da gerne ein bisschen in den Kommentaren quatschen, welche Bücher ihr euch geholt habt, ob ihr auch gerne von Gutscheinen dann im Grunde euch Bücher holt, E-Books holt, lasst uns da gerne ein bisschen quatschen, würde ich mich sehr, sehr freuen, alle Bücher unten in der Infobox, schaut das super gerne mal vorbei. Und ich freue mich auf die neuen Bücher und aufs Lesen. Und theoretisch wäre es natürlich cool, wenn man zu jedem Buch auch gleich Lesezeit geschenkt bekommt. Ne? Also, so à la, hier hast du ein Buch, du wirst 3 Stunden lesen, ich mache 3-mal die Woche deinen Haushalt. Ja, in diesem Sinne danke ich euch jetzt fürs Zusehen. Wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Abend und bis zum nächsten Video. Macht's gut. Tschüss, eure Steffi.